Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange, zu Episode 3 von Life is Strange. Im Übrigen habt ihr vielleicht mal bemerkt, dass das Hauptmenü sich immer ein wenig leicht ändert, wenn wir eine neue Episode anfangen, wenn wir bei einer bestimmten Episode sind. Wir sind ja jetzt bei Episode 3 und es war ja gerade eben im, in der Endsequenz von Staffel 2, Episode 2 war es ja so, dass eine Sonnenfinsternis war und wir sind jetzt wahrscheinlich dann mitten in der Nacht gerade, wenn wir jetzt das Spiel starten und wir werden dann jetzt wieder die Rückblende sehen, wie immer, und ja, ich würde gar nicht sagen, wir reden lang drumherum, sondern fangen jetzt einfach an. Los geht's! Und wir sehen wieder die hübsche kleine Kamera. Ja. Und die schöne Hauptmenü-Musik. In the previous episodes of Life is Strange. Whoa! Called film Little Pieces of Time. Maybe because Max wants everybody to see I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. Wow, ich krieg so Gänsehaut davon. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Wow, das war so knapp. Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this week. Kann es sein, dass die die Zusammenfassung so gemacht haben, dass die Entscheidungen nicht klar sind, die man da gemacht hat? Ich glaube schon. Also ich meine, sie haben ja nicht gezeigt, dass wir Kate gerettet haben. Man hat nur gesehen, was da passiert ist auf dem Dach und die Folgen danach. Ja, Life is Strange ist ein Spiel, auf dem die Entscheidungen Konsequenzen haben. Und jetzt sehen wir hier den Mond. Oder? Square Enix. Dontnod Entertainment. Wir sind in Blackwell in der Nacht. Man sieht hier ein paar Glühwürmchen schon. Und Max ist in ihrem Zimmer und ist total kaputt. Ja. Life is Strange, Episode 3, Chaos-Theorie. Das ist Kates Häschen. Kate! Max geht's nicht gut. I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. In der Nacht. Ah, das steht immer noch da. Super. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Jeepers, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Ah, super. Detective Caulfield. Naja,
Ich habe gerade gedacht, wäre das nicht etwas seltsam, wenn jetzt hier irgendjemand bei Max ins Zimmer zu Besuch kommt, dann sieht er das so, nobody messes with me, bitch. Also, was ist denn mit dir falsch? Warum hast du sowas bei dir stehen? Das war ich nicht. Ja. Klar. Ew. Thanks for the image, Nathan. And everybody here thinks Samuel is a creeper? It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. Naja, sie sieht nicht sehr glücklich aus. Ich würde sagen, sie sieht einfach normal aus. So eine Art. You know you're hurting when you don't give a shit about music. Das ist echt wahr. Das ist echt wahr. Das geht mir auch so. Na? Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Okay. Ja, wir haben Zeit. Pretty hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Ist das, ich meine, das ist nicht wirklich schwer zu beantworten, oder? Gitarre will sie diesmal auch nicht spielen. Das könnte ich nicht von Kate. Hey, Bunny. Kate will be back soon, and until then, I'll be catering to your every whim. Ja, was so ein Kaninchen sich so wünscht, wer weiß. Vielleicht will es auch gar nicht in dem blöden Käfig sein. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. First I save Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Wie sie sich freut. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Naja, einfach zu dementsprechend seiner Zeit, nehme ich an. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Neuigkeiten aus Arcadia Bay, online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Arcadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell-Akademie wäre heute fast vom Dach des Wohnheims auf dem Campus in ihren Tod gesprungen, mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen, dass die Schülerin Kate Marsh 18 von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klicken für das Video und weitere Details. Also, warum wird denn ihr Name genannt? Erstmal. Zweitens, ich hasse es. Die nehmen es auf. Warum nicht handeln statt zuschauen? Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde, aber. Aber ja, es, ich weiß auch nicht. Super Schlussfolgerung. Hier ist Max, glaube ich. Okay. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Liste vermisster Personen, Arcadia Bay, Oregon. Kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei von Arcadia Bay. Rachel Amber vermisst seit dem 22.04.2013. Elton Casey, Melissa Lee Grayson, Winston Smith und Sunshine Way. 73, 84, 97, 2001, 2013, 12 Jahre. Unterschied. Okidoki. Ich frag mich, ob das irgendwelche so Querverweise sind auf irgendwelche mit
Produzenten oder so von Life is Strange oder irgendwelche anderen Mitarbeiter von dem Spiel. Ich kann es mir vorstellen. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Kate Beverly Marsh. Taylor Christensen, get well. You're in our hearts. Taylor, ja, die auch sich eigentlich lustig gemacht hat über Kate. Victoria, alle unsere Gedanken gelten dir, Kate. Oh, ist das nicht nett von Victoria? Denke an dich, Evan Harris, Mark Bravington, wir lieben dich, Kate, komm bald wieder in die Kirche, okay. Alyssa Anderson, wir stehen alle hinter dir, Kate. Courtney Vega, hoffe, dir geht's besser. Hoffe ich viel better. Ich weiß nicht, was ich von dieser Nachricht vor allem halten soll. Hope you feel better. Das hört sich nach nichts Halbem und nichts Ganzen an. Pater Lamont, Psalm 34, 18. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Zach Wiggins, die Blackwell Bigfoots versprechen, das nächste Spiel für dich zu gewinnen. Und das ist das Nutzloseste von allen. Schön. Dann sagt er dann Bescheid. Hey, ich habe ein Spiel für dich gewonnen. Ist deine Depression jetzt besser? Dann würde ich sagen, wenn ich an Cats Stelle wäre, verschwinde. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Max hat so recht. Verschwinde, aber Kate ist halt viel zu nett. Evan Harris, du hast mich stolz gemacht, ein Teil Blackwell zu sein. Bravo, Max, bravo. Zeit ist Quatsch, Douglas Adams, das ist, ist der, Status von Max, glaube ich, so. Das finde ich cool. Daniel Da Costa, Eris in Una Chica Dura. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Juan Graham, Max Power. Hayden Jones, episch. Brooke Scott, dich mit Kate vom Dach kommen zu sehen, war das Tollste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Danke. Das ist cool, das gefällt mir. Judith Watson, so macht man Schlagzeilen, Max. Sehr toll. Als ob Max in den Schlagzeilen sein möchte. Dana Ward, du bist eine Heldin, Max. Danke. Okay. Ich fand, von Brooke war das Coolste. Gott, das Coolste da reingeschrieben. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Jeepers, I am so freaking tired. Ach, das hatten wir schon? I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Ich mach mal die Lampe wieder aus. Und ich gehe dann gleich raus, denke ich mal. Check nochmal kurz mein Tagebuch. Ja. Da sieht man Seite 38, die ich vergessen hatte bei meinen Bonusseiten und dann dazu geschnitten habe. Deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Da sieht man so 37 bis 37 und danach irgendwie 38 von 42. Das kommt, weil ich auch einen anderen Spielstand habe. Ja, das habe ich dann einfach so benutzt. Ich wollte nicht schon vorspulen für diesen Spielstand quasi. Naja. Checken wir mal die Nachrichten. Unbekannte Nummer. Das gucke ich, glaube ich, zuerst. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Kann man eigentlich offensichtlicher sein? Nathan? Leck mich doch. Meine Fresse. Was ist mit dem Typen falsch? Ich weiß gar nicht, warum er das jetzt überhaupt geschickt hat. Warum? Ach, egal. Vielleicht einfach so zum Spaß. Cage. Warren, okay. Yo, Max, ich muss dir nochmal sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient, zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Danke, Warren. Mein Umhang muss heute Nacht ruhen. Nathan wurde suspendiert. Heute ist ein guter Tag. Ich rufe dich nachher an, okay? Ja. Ist doch in Ordnung. Warren übertreibt manchmal wahrscheinlich ein bisschen, aber er hat ein gutes Herz.
Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast. Und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte, bitte an. Wir lieben dich. Entschuldige, Mama, ich rufe euch gleich an. Versprochen. Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutzt es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Ach, Chloe, noch zwei Nachrichten, genau. Das hatten wir noch in den Endcredits quasi, in den Endszenen von Episode 2 gesehen. Tut mir leid wegen Kate, hoffe dir geht's gut. Ich flipp aus wegen der Sonnenfinsternis. Finden wir raus, was los ist. Zusammen. Ey, Super Max, wie geht's der Blackwell-Heldin? Die Heldin zittert immer noch. Oh. Wegen mir wurde Nathan Prescott suspendiert. Du bist der Boss. Keine Emojis. Hör mal, etwas Merkwürdiges und Gruseliges geht im Blackwell vor sich. Es wird Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool. Ich muss dir was zeigen. Triff mich vom Campus. Schwing die Hufe. Und zwar sofort. Alles klärchen. So. Ein Eichhörnchen mit irgendwelchen Insekten. Vielleicht sogar Glühwürmchen, glaube ich. Eine Statue. Ein Aquarium. Es war doch dieses Aquarium bei dem Wissenschaftsding. War das da? So ein Vogel mit einer Kette drum. Rauchen. Irgendwas mit Rauchen. Könnte auch so ein Plakat von Rauchen sein. Ein Hemd. Ein Vogel. Ein Mädchen und ein Vater. Ein Auto mit einer USA-Flagge. Und Ameisen und Federn. Okidoki, schauen wir mal. Statue und Eichhörnchen. This is disturbing. Yes, I have power, but Nathan is out of control. Oh ja. Der hat nicht umsonst jemanden fast erschossen. Okay, this is scary dark. Let there be light. Ah, das sagt sie gar nicht. Oh, was ist das, was sie geschrieben hat? Warte mal. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Blake for Kate Marsh. Wow. I hope you burn bright again soon, Kate. Das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass Max auch sowas mal schreibt. Also ich meine, ja, es ist eigentlich nicht von Max, aber es ist cool, dass sie das gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, von welchem Auto das ist. Where the hell are you, Rachel Amber? We will wait for Kate, Brooke. Okay. Brooke ist übrigens von den... Also ich mag ja eigentlich nicht so wirklich viele Charaktere in dem Spiel. Ihr wisst, ich mag Max und auch Chloe finde ich eigentlich... Sie ist wenigstens ganz interessant, ne? Ich finde sie... Ich mag sie manchmal nicht so wirklich, aber sie ist eigentlich auch... sie ist schon eine der besseren Menschen, sage ich mal. Und Brooke mag ich aber eigentlich auch noch sehr. Brooke ist auch sehr ziemlich cool irgendwie. Er hat zwar so eine kleine Fehde mit Max, aber... Eigentlich ist sie, glaube ich, ein ganz. Ist sie ganz cool. Wherever you go, there I am. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Na gut, es ist wenigstens nicht so schlimm, aber. Ich kann Max verstehen. Plakat? The end of the world might be coming before your party. What the? Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Oh shit, aber das wäre immer noch an der Tür, wenn sie gestorben wäre, nehme ich mal an. So much hypocrite. Das ist oft so, Max. Das ist oft so in solchen Situationen. Leute merken oft erst hinterher, wenn sie andere verletzen. Also, we miss you. Got well soon. Feel better soon. Blackwell is praying for you. I hope you get better soon. Get well soon. Und I'm sorry, Kate. I'm sorry, Kate ist vielleicht die einzige ehrliche Nachricht von denen da überall. Die anderen sind dann die ganze Zeit so, ach, gute Besserung für deine Erkältung, die du hattest. Erkältung? Hallo?
Ich hab mich fast umgebracht. Da muss man mehr schreiben als nur sowas, so ein Mist. Love you, Mom. I feel like you're guiding us along. But where? Ja. I bet you'll party like it's 1999. Assholes. Ich mag auch meine Mama. Beziehungsweise, ja. was ist hier los? Hallo. Hallo, Duda. Taylor. Kate probably won't want to look at these posters when she comes back. Man will ja auch so schon nicht auf diese Poster gucken. Na? Bist du ein Zombie? Und warum bist du nicht in Nachtkleidung oder so? Egal. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Na gut, ich will sie nicht beschuldigen, auch wenn ich denke, dass sie da nicht ganz unschuldig war, dass Kate da oben stand. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Oops. Werde kein Wort sagen. I won't say a word. I swear to dog. I believe you, Max. Besides Victoria, you're the only one who asked me about my mom in the hospital. That meant a lot to me. I'm my own person too. Let me know if you need anything. Thanks. You're like weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Mhm. Oh, wir haben eine Information bekommen. I like really do need to get some sleep, Max. So. Oh nee, warte, ich hätte gar nicht zurückspulen müssen, oder? Ups. Tut mir leid. Ich wollte nicht, aber jetzt habe ich es getan. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Victoria's rausschleichen. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Okay, dann putz dir mal weiter schön die Zähne, ne? Immer schön Zähne putzen, Kinder, ne? I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Sie hat vieles, wofür sie sich schämen dürfte. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Oh yeah. I bet you'll party like it's 1999. Assholes. Come here. Oh, a moment. Dana's really hurting over this. Waiting for you, Kate. Wir schauen das später an. This is both sad and pathetic. Hatten wir schon ein paar Mal geschaut. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Oh ja. Dana clearly doesn't mind if I peruse her laptop. Hm, na dann. Aw, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Schön, dass wir immer durch allen Stoff hier schön durchfühlen können und niemand stört es, wenn wir in das Zimmer gehen und alles benutzen. Von Trevor an Dana. Hey Dana, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie hart es für dich war, Kate fast springen zu sehen. Bin froh, dass Max als Superheldin eingegriffen hat. Ich habe nichts Tiefgründiges oder Schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin bist und ich wünschte, sie hätte mehr von deiner Sorte. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief und ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich, Trev. Von Dana. An Trevor.
Vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Ich sehe immer Kate auf dem Dach vor mir und denke, ich hätte mehr tun sollen, um ihr zu helfen. Max hat mehr als jeder andere hier getan, um sie zu retten. Und sie sind nicht mehr beste Freunde. Ich bin so glücklich, dass du an mich denkst. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen, und du bist genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. XOXO Dana. Die sind ganz süß, die beiden, sag ich mal. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Von Juliet an Dana. Dana, ich hoffe, dir geht es nach den Ereignissen heute gut. Ich will mich nicht aufdrängen. Aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung. Und ich wollte wissen, ob du mir ein paar Fragen beantworten kannst. Ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Hoffe, dir geht's gut. Von Herzen, Juliet. Von Dana an Juliet. Hi, Juliet. Ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich bin immer noch etwas bestürzt. Ich denke nicht, dass du so kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst. Und vielleicht ist es besser, sich für den Moment zurückzuhalten. Kate verdient etwas Privatsphäre. Zur Abwechslung. XO Dana. Das war die richtige Antwort von Dana. Meine Güte, Juliet, Mann. Ja, frag ein paar Interviews. Wie war's, sich fast selbst umzubringen? Kannst du dich mal verpissen? This is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Okay. Dana ist aber vielleicht nicht mehr so sehr für die Halloween Party. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Naja, wir sind alle verantwortlich, sag ich mal. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Warum war sie auf dem Dach, oder ich hatte Glück? So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Es ist kompliziert. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Ich bin nochmal zurück, mach ein paar Antworten. Ich will nochmal ein bisschen was wissen. I am wiped out, Max. We'll talk later. Zumindest einmal spule ich noch zurück. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Sie war deprimiert. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Kate meinte es ernst. Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Ich bin mir noch nicht sicher. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Okidoki. Ich meine, die anderen muss man nicht machen. Ich meine, es läuft immer auf den Enddialog hier hinaus, und wir haben auch nicht diese Anzeige bekommen oben links in der Ecke. I am wiped out, Max. We'll talk later.
So. Ich glaube, man findet auch nichts heraus dadurch. Man hört einfach nur ein paar andere Antworten quasi. Waiting for you, Kate. No money, no money. Und irgendwas da unten, was ich nicht lesen kann. Stella, Kate, just want you to know you're in our thoughts. Hm. Nee, wir gehen nicht raus. Praying for a fast recovery, Kate. Das war von Taylor, glaube ich. Dass Taylor überhaupt betet, das überrascht mich. Aber, naja, die denkt vielleicht auch ein bisschen an ihre Mom da, was das angeht. Deswegen kann sie das wahrscheinlich doch schon verstehen, oder? Betreten wir mal Victorias Zimmer. So. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Max, irgendwann wirst du noch erwischt werden beim ständigen Herumschnüffeln. Meine Güte. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Vielleicht kommt Victoria jeden Moment hier zurück, Mann. Victoria is about as street as me. But she really appreciates style. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Okay. Gut recherchierter Aufsatz mit einzigartigem Blickwinkel. Ah, exzellent. Vielleicht war Jefferson noch ein bisschen faul und hat einfach ein A gegeben, weil er es nicht ganz durchlesen wollte. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Okay. There has to be some dirt in here on Victoria. Schauen wir doch mal. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Von Victoria an Taylor. Hey, Sweetie, was geht? Ich drücke mich gerade vor todlangweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich hier irgendwer auf verfluchte Hausaufgaben konzentrieren, nachdem jemand fast in den Tod gesprungen wäre? Ich kann nicht glauben, dass sie es live gesehen haben. Es war Reality-TV und der Campus war noch nie so still. Als verstecke sich jeder oder habe Angst. Ich fühle mich total scheiße wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht einen Cocktail. Wir trinken auf Kate. Wie? Von Taylor an Victoria. Was für ein Tag. Max und Kate so zu sehen. Ich brauche auch was zu trinken. Welche Uhrzeit? XO Sweetie. Also besaufen die sich jetzt. Okay. Schön. Sehr schön. Victoria ist vielleicht eine von den Leuten, die sich erst hinterher über die Konsequenzen von ihrer Handlung im Klaren sind. It's like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Von Nathan an Victoria. Das Miststück Max ist schuld an meiner Suspendierung. Ist es zu glauben? Das beschissene Wohnheim, in dem sie mit ihren Selfies spielt, gehört meinen Alten. Meine Eltern sind ausgeflippt und haben mir mit einem Job im Büro meines Alten gedroht. Wie blöd muss er sein, mich als Aushängeschild haben zu wollen? Max, Crackfield und Blackfield werden dafür bezahlen. Und die Weltuntergangsparty findet verdammt nochmal statt, klar? Ciao, Prescott. Von Victoria an Nathan. What the fuck? Du verarscht mich. So eine Scheiße. Blackwell kann ich auf keinen Fall suspendieren. Ich wusste, Max würde nur Schwierigkeiten machen, als ich sie das erste Mal mit ihrer Retro-Kamera Jeffersons Hintern küssen sah. Ist dir aufgefallen, dass alle, die mit ihr rumhängen, Probleme bekommen? Und ja, der Vortex Club wird die Weltuntergangsparty veranstalten. Komme, was wolle. Ich schreib dir nachher, dann können wir uns zum Pläne schmieden treffen. Halt durch. Wie? Okay, sie sagt... Moment, sie sagt, dass alle, die mit Max rumhängen, Probleme bekommen. Was ist mit Victoria selbst? Nathan hat Probleme bekommen und er hat nicht gerade mit Max abgehangen. Es ist einfach nur ein Arschloch, der es verdient hat, suspendiert zu werden. Und der gehörige Probleme hat. Also wahrscheinlich sehr viele psychische Probleme.
Vielleicht auch mit seinem Vater, was weiß ich, ne? Es hat alles sehr viele Gründe. Aber, verdammt nochmal. Kate hat Probleme bekommen wegen Victoria und Nathan. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Aber die tun natürlich so, als ob sie das alle das totale Unschuldslamm wären und nur Max ist an allem schuld. Ist ja klar, irgendein Feindbild muss man ja haben. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Okay. Meine Güte, $30 bezahlt dafür. Victoria's secret. She's a geek. Verdammte Heuchlerin. Hier im Übrigen. Das ist, glaube ich, die Statue hier. Das Ding ist, es ist ein bisschen seltsam. Mit dem Fotografieren. Ne, ja. Habt ihr es gesehen? Bei der Statue. Also bei dem ersten Foto von Episode 3 muss man ein paar Sekunden irgendwie drauf gucken, bis die Fotooption erscheint. Deswegen habe ich zum ersten Mal, als ich das gespielt habe, das Foto hier verpasst. Das ist so bescheuert. Ich wollte das fotografieren, aber es war mir nicht erlaubt. Aber jetzt geht das und wir können hier ein Foto machen. Machen wir es jetzt. Ein Beweis von Victorias Heuchlerei. Viele Menschen heucheln, aber ich finde es eigentlich eher so erbärmlich, wenn man so tut, so heucheln ist jetzt gar nicht mal so was Ungewöhnliches tatsächlich. In irgendeinem Bereich heuchelt man gerne mal oder oft mal. Here they are getting loaded with Satan. Ich weiß nicht, Satan, das ist da tut man vielleicht Satan Unrecht. Liegt nur daran, dass ich Paradise Lost gelesen habe. I'll title this one Portrait de la Assholes. Ah, der Vortex Club. Geile Kappe. Gutes Foto, Bro. Oh, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Ja, und hier zeigt Victoria auf Kate. Hey. Ihr seid so tolle Menschen. These socks cost more than my wardrobe. Das glaube ich. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Martina? Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Okay. Victoria is about as street Ach, das hatten wir. As me. But she really appreciates style. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles durchsucht, richtig? Hatten wir schon. Portrait de la Assholes. Aber hatten wir auch das... Was war denn da rechts daneben? Ich weiß es nicht mehr. Wow, there's Kate. Ah ja. Totally high. Ich habe so ein kurzes Gedächtnis. Those boots are made for walking runways. Okay, wir haben alles geguckt. Tasche auch, ne? A unique point of view is right. Alles klar, wir haben alles. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. So, dann gehen wir jetzt aus dem Raum auch raus und wir gehen gleich jetzt hier Richtung Tür, weil wir haben uns hier alles angesehen, was man ansehen konnte, soweit ich gesehen habe. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Vielleicht hier noch? I feel like you're guiding us along. But where? Weil Max sagt immer was anderes zu den vermissten Poster. Yes, I'm going to find you, Rachel. For Chloe and Kate. Ja. Okidoki. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Beziehungsweise, wenn Max jetzt nach draußen geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Life is Strange. Bis dahin sage ich, bye bye.